Ich sag Hallo zu meiner, ich glaube, 20. Folge mittlerweile, 21. Folge schon mittlerweile in unserem Let's Play Crusader Kings. Ich bin's, euer Odo, und wir haben hier auch, so wie das letzte Mal wieder, den Schweiger dabei. Hallo Schweiger. Ja, hallo. Ja, die nächsten beiden Streams werde ich das jetzt nicht mehr so machen. Die werde ich einfach aufnehmen, werde kurz sagen Hallo und das passt. Jo, wir sind im Abbasidenreich. Schweiger hat vorhin schon erwähnt in seinem Stream, und ich sage das jetzt auch noch ganz kurz. Wir sind in einem Krieg miteinander, Schweiger und ich, und zwar deswegen, weil mein Emir sich mit einem Freund von ihm auf ein Buckelcord haben, und die haben jetzt gegen den Kalifen vom Abbasidenreich, gegen den Ehrenwerten, oder eigentlich nicht Ehrenwerten, Al-Mustakfi Zewiket rebelliert. Das ist gut. Wicket heißt Ja, genau, Ehrenvoll quasi. Auf jeden Fall, ich fürchte, wir werden diesen Aufstand, diese Revolution nicht zu unserer Zufriedenheit beenden, weil, soweit ich sehe, oh ja, wir haben da noch Truppen, aber viele sind das nicht. Zumindest nicht so viele, wie der Kalif hat. Ja, mit ja. etwas Glück belagern sie nicht uns, sondern irgendwelche anderen Typen. Wer ist uns? Also unsere Länder, uns von Allahs Gnaden. Will sagen, Okay. Wie auch immer, es wird hoffentlich nur den Anführer der Revolution treffen und im schlimmsten Fall einen Emir, aber doch nicht. ja, der Emir von mir, wenn es den trifft, meine Güte, ich bin gerne bereit, die Stelle des Emirs zu übernehmen. Ja. Na gut, Ja. dann geht's los. Ich hab, ja, genau, geht los. Ich habe noch immer irgendwie nicht, das wollte ich vielleicht das letzte Mal noch ausprobieren, ich habe noch immer nicht herausgefunden, wie ich von meinem Emir das Emirat verlangen kann. Ah ja, genau, siehst du es. Könnte ich das vielleicht von meinem Kalifen verlangen, sobald die den Krieg verloren haben? Kann das sein? Weil ich meine, dass mir der Emir sein Emirat nicht gibt, ist schon irgendwie klar. Aber ich kann auch keinen Kriegsgrund gegen ihn starten. Also ich habe keine Möglichkeit zu plotten, dass ich Emir werde, obwohl ich von den sechs Regionen des Emirats drei kontrolliere und eine weitere, die vierte, gehört meinem Sohnemann. Jo. Also ich bin bei weitem. Ihr belagert Basra. Ja. Das Tun ist. wir. Oho. Ist das schlecht? Ich meine, das Ja, Problem ist, für euch ist das schlecht. wir haben nur halb so viele Leute wie der Kalif. Ja, und ich habe nicht vor, meine Truppen auszuheben. Und der gute Emir hat ganze 250 Leute. 200 Light Cavalry und 50 Heavy Cavalry. Und die stehen noch immer in Al-Kufa rum, anstatt dem Revolutionsführer zu helfen. Aber ist eh klar, dass er keine Truppen hat, weil die größte Fraktion in unserem Emirat, beziehungsweise in unserem und im Nachbaremirat, weil das Nachbaremirat gehört ja auch zu ihm, wird von dem, wie heißt der, Prinz Obaidala angeführt. Da bin ich und mein Sohn drinnen in dieser Fraktion, und wir sind alle nicht gut zu sprechen auf unseren Emir. Und da der Stopp. Emir insgesamt von den, ich glaube, 10 Regionen oder 8 Regionen nur zwei hat. Oh, da oben sind ja noch welche. Woher kommen denn die? Das sind aber nicht unsere. Warte mal, Captain German of Bulgarian Company has declared Bulgarian Invasion of Al Irak und Kalif al-Mustakfi. Schau an, du hast Krieg. Ja. My liege, during my stay in Okay, ich muss Albatira. passieren. Ich Ja. werde gerade Fenstern zu bemüht. I found a great philosopher.
Machst du gerade irgendwas und sprichst du oder schaust du dir gerade Mails an, weil dann lese ich laut durch. Nein. Kurze Zwischenmeldung, nur im Wesentlichen hat meine Partei wieder mal eine Sitzung und da passieren viele Dinge, wo ich einfach nur den Kopf wicke, im Wesentlichen. Aber es sind halt viele Fenster, die aufgehen und die ich erst überlesen muss. Okay, du Also kannst mit deinem ich habe die Möglichkeit, einen großen Philosophen anzustellen. Mein Court-Imam hat da irgendeinen Typen getroffen und ich kann ihn anstellen. Das kostet mich 16 Gold und bringt mir 50 Kulturtechnologiepunkte. Bist du deppert? Na klar, stellen wir den an. 16 Gold ist ja nichts. Irre. Boah, was machen wir mit 50 Kultur-Advance? Gar nichts. Ganz Wir können noch kurzes nichts leichter Timeout. machen. In meiner Partei ist gewählt worden, dass die Steuern im Reich, im Emirat erhöht werden. Hat meine Partei gefördert. Das ist nämlich die Court Faction, die auch Brandy eingestellt ist. Und dann, nachdem ich ihnen Ja gestimmt habe, wurde mir mitgeteilt, dass ich jetzt zahlen muss. Ich bin zwar noch nicht konkret zur Kasse gebeten worden, aber ich bin einmal ein bisschen unruhig. Ich fürchte, das kommt noch. Okay, wir schalten wieder zu Odo. Wir schalten wieder zu Odo, der 50 Tech-Punkte hat, die er irgendwo hinausgeben kann. Oder auch nicht. Ach ja, stimmt, das habe ich ja gar nicht erwähnt. Mein Sohn hat da drüben Al-Jaff geerbt von irgendwo her. Ich weiß nicht genau wie, aber ich glaube, das war durch seine Frau. Das Naja, heißt, genau, das ist dieses Wüstenteil. unsere Familie vermehrt sich weiter und weiter. Immer Ja, du weiter. hoffst, dass du dein ältester Sohn mal wirst. Was ist, wenn er vor dir stirbt? Ja, dann haben wir ein Problem. Dann habe ich nämlich das Warte, ganze ich Gebiet schicke mal verloren. jemanden hin zu deinem ältesten Sohn. Na, ich werde schon vor ihm sterben. Ich meine, schau mich an, ich bin 42. Mein Sohn ist erst Außerdem hast du noch 22. keine 10 Kinder. Ich habe noch keine 10 Kinder, ja, das ist echt fies. In dem Moment, Kannst weitergehen? wo ich die, ja, können wir weitermachen. In dem Moment, wo ich die Ambition gestartet habe, war es aus mit dem Kinderkriegen. Da sehe ich gerade die Emira. Ist die schon verheiratet? Ja, gut. Mit wem eigentlich? Wer ist Emir Almansur? Wie ist denn der? Ah, falsch. Da muss ich draufklicken, um zu sehen, wo der ist. Oh, ich habe da reingeheiratet. Schau dir was an. Ich glaube, ich muss mich irgendwo mehr um meine Kinder kümmern. Oh, die sind eh alle versorgt. Ich habe zu viele von denen. Has arrived from Prince over calling all members of our faction to assemble at Naravan. Darf ich mal kurz auf Pause drücken? Das ist das, was ich schon mal hatte. Meine Faction trifft sich nämlich auch gerade wieder. Und um ehrlich zu sein, ich bin eigentlich nicht glücklich mit dem, was der von sich gibt, und zwar deswegen. Okay, ich darf mal kurz unterbrechen. Ich habe vorhin auch überlegt, ob ich mal ausprobiere, mich als neuen Faction Leader ausrufen zu lassen. Ich habe es dann nicht getan, weil ich keine Ahnung habe, was da passiert. Aber ich schaue interessiert zu, wenn du es gleich tust, Du bist so feig, du lässt immer was mich passiert. alles ausprobieren. Ja, genau. Das ist nicht feig, das ist klug. Das ist echt, ich meine, mit. Eigentlich sollte ich einen Vorteil haben, weil in der Faction ist auch mein Sohn drinnen. Und du meinst, er hilft dir? Wie Naja, mag er dich denn? er hat schon relativ gute Beziehungen zu mir. 48 ist schon nicht schlecht. Mich mag er mehr. Ich mag er mehr. Ja. Vielleicht kommt er zu mir in den Hof, wenn ich ihn bitte. Ah, der hat jetzt eh schon so viel gekriegt. Ich mach das jetzt.
Ich will neuer Faction-Leader werden. Ich bin immerhin ambitious. Oder? Ja. Ich bin ambitious, oder? Charitable? Ambitious, ja. Gut, ich mach weiter. Also ich habe dem Faction-Leader gesagt, er soll sich trollen und mich doch das machen lassen. Vielleicht hat die Revolution doch eine gewisse Chance, nachdem ihr jetzt auch noch Krieg habt. As Faction Members gathered in Naravan, warte mal, ich mache wieder auf Pause, weil nicht, dass das wieder weg ist, bevor ich fertig gelesen habe. It immediately became clear that the meeting would not be able to continue until the issue of Sheikh Ubaidallah's leadership was resolved. A vote of no confidence has been put before all those present. Yes, Sheikh Ubaidallah must go. Oder... No. Er soll stehen. Ah, das ist lustig. Du könntest danach noch immer sagen, ja, er soll da bleiben, dann kriegst du eine bessere Beziehung zu ihm. Obwohl du es angestoßen hast, dass er weggehen muss. Das Problem ist, ich brauche... Machst jetzt einen Rückzieher. Naja, das Problem ist, ich brauche ihn im Kampf gegen den Emir. Alleine will ich gegen den Emir nicht kämpfen. Oder halt... Naja, Kampf, du weißt schon, wenn man vom Emir was verlangt, wie zum Beispiel mehr Länder. Was? Ja. Was willst du dem Emir verraten? Du bist sein Feind. Nein, was für... Dir kann das nur recht sein, wenn wir den Emir fertig machen. Immerhin kämpft er gegen euch. Das habe ich jetzt nicht verstanden, Gott sei Dank. Du sagst sicher, du bist nur irgendwelches spalterisches Zeug. Ah ja, er muss weg. Er hat sich nämlich zwei Gebiete, hat er sich vom Emir schon geschnappt und mir hat er nie was gegeben. Ich bin ambitious. Er muss weg. Ich spiele das so, wie das gehört eigentlich. Ja, du kannst das leisten, weil du hast mehrere Gebiete. Ich hoffe noch, Prinz mir irgendwann ein zweites zu krallen. Has retained leadership of the faction after defeating a vote of no confidence. Echt jetzt? Ja. Was? Ah, verdammt, zwei Meldungen. Pleased with his victory, he then announced that the regular faction business would resume within a few days. Na super, nix ist geschehen. Prince Ubaidallah of Khorasan stands up before the assembled lords and proposes a show of support for Emir Tahir on behalf of the faction for the good of the realm. The good of our faction is one and the same. Oh, so ein Schleimer. Yes, the crown needs our support. Warte mal, wer ist da jetzt, the crown? The crown ist der Emir. Okay. Also er schleimt beim Emir. Ich finde das eigentlich gar nicht so gut, weil der Emir wird möglicherweise abgesagelt werden. Nach dieser Rebellion, mit etwas Glück. Ja, ja, aber nachdem ich alleine stehe, bin ich natürlich dafür. Du bist so rückgratlos. Das sagst gerade du? Ich habe meine Faction noch nie gewechselt. Okay. Ja, ja, ja. The cook complained to me about my daughter Bihar's temper tantrums. Apparently she punched her son in the face. Again. Jetzt. Ah, das ist meine Tochter, die Quick ist. Mhm. Die kann jetzt entweder Wrath werden oder Patient werden oder ich kann für ihre Seele beten und ich krieg Viertel. Ich werde lieb sein zu ihr und sie auffordern, ein bisschen geduldiger zu sein, weil ich glaube, geduldig ist gut, glaube ich. Gute Eigenschaft. Ja. Das ist sehr gut. Nicht, dass das ihr wichtig ist, weil sie wird irgendwo hinweg verheiratet oder trotzdem. Mhm. Also, und sie ist patient geworden. Okay. Gut. So viel dazu. Oh mein Gott. Meine zweite Tochter ist zynisch. Proposal for a show of support towards Emir Tahir passed. Okay. Ach weh. Alle haben für Ja gestimmt. Und, was?
will noch keinen Kriegsgrund gegen niemanden. Ich möchte endlich ein zweites Scheichtum irgendwie erwerben. Und meine Existenz ein bisschen gesicherter ist. So, ich schau mal, ob ich meine zweite Tochter irgendwo unter die Haube krieg. Das schaut vielversprechend aus. Ganz kurze Zwischenmeldung. Ich lasse meinen Sohn, der gleichzeitig ein Großvezier ist, gerade westlich von mir in Ahmadiyya herumstehen, um dort hoffentlich einen Kriegsgrund zu finden. Jetzt haben wir diese Region ein bisschen besser angeschaut. Und der Scheich von dort hat einen Thronfolger, sein ältester Sohn, Hussein. Der ist 27. Und hat noch keine Kinder. Das könnte daran liegen, dass seine Frau 53 ist. Oh. Ich habe keine Ahnung, was sich der gedacht hat, oder sein Vater, oder wie auch immer dieser Ehe eingefädelt hat. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so. Oh, ich kriege eine Nachricht, dass mein Emir Al-Ala gerade eine Totgeburt einer Tochter gehabt hat, was aber nicht so wichtig ist, weil er auch selbst verdammt. Warte mal. Darf ich kurz? Irgendwas ist jetzt gerade gekommen. My liege, during my stay in Albatia, I have found a great, noch ein great philosopher. Bist du wahnsinnig? Den mag ich. Ich habe schon 100 Kulturpunkte jetzt in Albatia ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich suche gerade einen Mann für meine Tochter. Einen zukünftigen, für meine zweite Tochter. Hast du da irgendjemanden? Die ist nicht besonders. Lass mich in Ruhe. Today my half-brother Yusuf asked me for a fief of his own to govern. Oh. Ja. Okay, diplomatically refuse kann ich machen. Da passiert nichts. Der schaut gut aus. Wishtasp, Kortin, Waschgiert. Wo ist Waschgiert? Hallo? Waschgiert. Ah, verdammt, jetzt bin ich schon wieder irgendwo. Ach, da oben, nein, der ist nicht gut. Mit dem kann ich sie nicht verheiraten. Bis die unter der Haube ist, ist sie 20. Und zwar nicht deswegen, weil... Ah, Khorasan. Khorasan ist gut. Klingt gut. Wie wär's mit dem hier? Oh, ich könnte eine Kasper 3 bauen, wenn ich 427 Gold habe. Ja, ja, Gold wäre schön, wenn wir hätten, gell? So, jetzt haben wir mal die zweite Tochter in irgendeiner Weise wohin betroffen. Schau, Basra gehört schon uns. Wir sind so gut. Ja, okay, vielleicht nicht. Ich könnte meine Truppen ausheben und dem Sultan zu hinterschicken und kann. Ach, schon wieder Sachen. Was ist jetzt? Irgendeiner ist jetzt ein. Oh, mein Neffe ist ein Tough Soldier geworden, nachdem ich ihn ausgebildet habe. Er ist urmies im Military. Verdammt. So, warte mal kurz. Ich habe schon wieder so viele Sachen. Wieso passieren so viele Sachen? Ach, na weil du es eingestellt hast. Ja, in Ägypten geht es wieder rum. Weil du Person von Interesse eingestellt hast. Ach so, das meinst du. Nein, aber das Problem ist, passieren noch andere Sachen. Das ist nice. Ah ja, okay, das ist okay. Meine Tochter ist verlobt. Und ich muss mal kurz überlegen, was ich mit meinem Neffen mache. Das ist eigentlich ein armes Würstel. Der kann ja gar nichts. Diplomatie 14. Hm.
Kann ich den Das ist dahin sehr gut. einsetzen? Diplomatie 14 ist gut, aber ich habe auch einen. Sein Vater hat auch Diplomatie 14. Den habe ich gerade eingesetzt als Grand Vizier. Vielleicht sollte ich seinen Sohn einsetzen. Weil sein Vater hasst mich sowieso. Hey, warte mal. Ach so, nein, das passt schon. Okay, Entschuldigung. Ich mache schon weiter. Ich habe sicher noch eine Tochter zum Verheiraten. Hey, die Argawane ist besser. Die ist temperate und patient und ein Twin. Na gut. Das mit dem Twin, dafür kann sie ja nichts. Ich habe eine Idee. Boah, die hat schon Stewardship Ich werde 7. meine tolle Tochter an meinem Hof irgendwo jemandem anvertrauen. Ich meine, verloren. Ja, mit den Leuten, die im Krieg sind, kannst du es nicht verheiraten. Oh, mein Ja. ältester Sohn und Nachfolger Priman wird arrogant. Also nein, er wird stolz, heißt das, Entschuldigung. Ich frage mich gerade, ob das gut ist. Das ist ja cool. Ich kann sie mit dem Sohn vom Emir zusammenbringen. Vielleicht kriege ich dann einen Kriegsgrund gegen ihn auf diese Art und Weise. Was ist das? Ah, verdammt. Ja, ist okay. Du darfst sie ausbilden. Du kriegst sie immerhin auch als Schwiegertochter. Ich hoffe, dass ich bald auf 1000 Prestige komme. Dann ist meine Ambition erfüllt. 1000 Prestige, bist du wahnsinnig. Ich hoffe, ich krieg bald viel Geld, damit ich meine Sachen besser ausbauen kann. Oh, ich fürchte, das dauert noch ewig. Tut es. So. Wow. Ich baue ja gar nichts aus. Was willst du? To the heroic, we propose that Farhad become the guardian and mentor of was? Nein. Bist du wahnsinnig? Eine Tochter ist okay, aber zwei? Das ist. So, warte mal. Ich muss mich entscheiden, was ich mit meiner Tochter mache. The cook complained to me about my ward Sori's temper tantrums. Apparently she punched her son in the face again. Naja, the kid shows spirit natürlich. Dann kriegt sie rough. Brauche ich eine Ah, das. Tochter, die plus 3 auf Marshall hat? Ja, vor der Entscheidung stand ich bei einem meiner Kinder auch vor kurzem. Peter into being calm. Das klingt nach einer guten Entscheidung. Das klingt super. Encourage her to be more patient. Ich weiß nicht, wieso sind die nicht-historischen Sachen immer die besten? Jo. Okay, ich werde nicht für Aber es Steine glaubt man beten. nur. Es schaut zwar gut aus von den Werten, aber dafür kriegst du ganz miese Ereignisse. Ja, okay, gut. Wir encouragen her. Yay, sie ist patient. Und mittlerweile in Ulmir, Ja. Selas, das ist meine älteste Tochter, asks Daddy, where is Mom? Das kann ich entweder antworten, Mom is an angel now. Wird sie honest, humble oder shy? Oder ich kann sagen, Mom has gone on a long journey. Wird sie diligent, patient oder proud? Das klingt alles super. Das gleich. Oder don't ask me things like that. Wird sie cynical, deceitful oder diligent? Nein, 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 nein. Mom has gone on a long journey und wir schauen, was passiert. Und sie ist proud geworden. Ja.
Und tatsächlich ist ihre Mutter tot, sehe ich jetzt erst später. Okay, aber das war jetzt nicht zu überraschen. Okay, die Werbeentschaltung ist beendet. Ah, was ist denn mit dem Prinzfuß? Hast du irgendwelche Söhne? Nein. Doch. Nein, du hast keine Söhne, ich bin mir ziemlich sicher. Ich suche mir in meiner Nachbarschaft irgendwelche Länder, die ich mit meinen Töchtern infiltrieren kann. Es gibt einen Anspruch, gell? Ja. Ah, du hast zwei Söhne, die schon gestorben sind und einer ist noch da. Was kann der? Ah, mein zweiter Sohn ist kein. Ah, verdammt. Der Bulgare besetzt gerade irgendwas bei uns da unten. Wie kommt der dort überhaupt hin? Ah, wie ist das bei denen da? Naja, viele Truppen haben wir nicht mehr. Wer? German. Aber der ist Parser, mit dem kann ich sie nicht verheiraten, verdammt. Also der ist Zoratrist, so. Gut, hast du irgendwelche Sinn? Boah, du hast viele Kinder. Schon betroffen, echt. Zweite Tochter wird meine Tochter sicher nicht. Da ist noch einer, der schaut gut aus. Der hat einen Sohn in Hiding. Einen toten Sohn und einen Dreijährigen. Nein, der ist noch zu jung. Da müsste sie zu lange warten. Was ist mit dem? Oh, der ist im Gefängnis. Ich suche gerade auf der Landkarte irgendwelche Menschen, die meine Töchter heiraten könnten. Kann es sein? Ah, der ist zu Avatris, deshalb kann ich sie nicht verheiraten. Der hat keine Kinder. Schaut was an. Wie ist denn das? Und wie läuft euer Krieg gegen den Bulgaren? Momentan gar nicht. Also ich sehe den Bulgaren unten bei uns mit einer Truppe. Ja. In Alkativ. Aber viele Leute hat er nicht, das sind 322 Typen. Da braucht er lang für die Belagerung. Sollte ich zumindest ein wenig so viele Truppen zulegen wie wir. Ja, wir sind halt toll. Hast du auf Pause gedrückt? Nein. Weil es ist noch Pause. Ja. Ich warte darauf, du sprichst die ganze Zeit, dass du Dinge tust. Ich warte darauf, ja, dass du fertig bist. Ich tue die ganze Zeit, aber das hätte neben dem Dienst, neben dem Laufen. Ich dachte, du hast auf Pause gedrückt. Habe ich auf Pause gedrückt irgendwann einmal? Ziemlich sicher. Ah, tut mir leid. Ja, ich tue auch die ganze Zeit Sachen. Ich schaue mich nach einem brauchbaren Gemahl. Okay, bist du auch eingeladen worden zur Krönung von Sultan, wie heißt du? Ahmad? Nein, natürlich nicht. Ah ja, du bist ja dein Feind. Okay, ich bin eingeladen worden und ich gehe natürlich nach Ägypten. Ahmad. Der Ägypter. Der wird jetzt offiziell gekrönt. Puh, dann ist er noch mächtiger. Achso, das ist der Sohn vom alten. Vom alten Sultan. Der macht dort weiter, wo sein Vater aufgehört hat, gell? Wahrscheinlich. Ja, naja, gut, die drei Kriege sind laut. Oh, ich kann Ignatius, das ist mein Eunuch, den kann ich ins Gefängnis stecken, hat irgendwas Schlimmes getan, ich weiß nicht was. Was? Ach Gott.
The greatest will cure her sin. Oh Gott, das ist ja alles schrecklich. Das klingt nach etwas Historischem. Ich schalte gleich um zu mir, sobald du soweit bist. Ja, ich bin fertig. Ich hab gewählt, dass sie möglichst nicht proud wird, aber ich fürchte, sie bleibt trotzdem. Okay. Ja, was hast du? The Al-Kakani Coronation. I, Ahmed of the Al-Kakani Dynasty, and with the blessing of the greatest, do hereby rightfully assume the crown of the Al-Kakani Sultanate. With those words, does he become Sultan of Al-Kakani Sultanate in truth, with each of his vessels lining up to bow before him and swear everlasting fealty. It is an impressive ceremony, full of pomp and circumstance, and one that will ride Sultan Ahmad into history. The streets of Kahira are lined with misery crowds, cheering, with everyone straining to get a look at the important personages that pass by on the way to the forthcoming feast. Long live Sultan Ahmad! And then, said a message, with the coronation ceremony finished, the newly anointed Sultan Ahmad retired to his castle for the celebration feast. The hall is packed with people, the lords and ladies of Al-Kakani Sultanate, their wives and husbands, visiting sunny rulers, das bin ich, and emissaries. It will be a night to remember. This will be quite the celebration. Na gut, viele leere Worte. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay. Ich muss passen. Was ist passiert? Okay. Ich lese vor. To our good host Sultan Ahmed, long may he reign. Emir Khalid of Shaiban Amirat, das ist im nördlichen Jordanien, würde ich sagen. Nein, in Israel eigentlich. Stands and delivers an eloquent toast in Sultan Ahmed's honor, the coronation feast, prompting a round of approving applause from those gathered. Long may he reign. At one point in the coronation's festivities, Sheikh Lavi of Tarabulus, Lebanon, stands and gets everyone's attention. He delivers a poem in Sultan Ahmed's honor, and it is beautiful. Those gathered are moved. The applause afterwards signifies that this ode will be written down and remembered. How fabulous. Noch mehr leere Worte, aber sie waren notwendig. Und weiter geht's. Verdammt. Also noch mehr Toast. Und dann? Bei mir ist was passiert. Ja, du hast eine Centralization Law irgendwie gekriegt. Ja. Medium Centralization Law. Das ist interessant. Nicht schlecht. Weiß ich nicht. Achso, eigentlich nicht schlecht für deinen Emir, weil er mehr Geld von dir kriegt. Ja. Ich glaube, das ist das, wo wir vorhin zugestimmt haben. Perfekt. Sehr gut. Warte mal. Ich lasse kurz passieren, weil ich muss bei Laws schauen, was das bedeutet. Warte mal. Medium Centralization. Ist hier. Medium Centralization. The realm is neither centralized nor decentralized. A balance between effective handling of the vessels and a powerful domain for the top liege. Domain size plus 2, das ist weniger als... Nein, das ist sogar eins mehr als low wäre. Ja, aber ich ahne Schlimmes. Ich glaube, damit kann er mir mehr reinfischen. Wahrscheinlich. So, ich... Außerdem... Nein. Ja. Nein, so weit sind wir nicht ganz kurz. So weit sind wir Achso.
warte noch eine halbe Minute. The coronation feast finally draws to a close with Sultan Ahmed giving a speech to those gathered that is barely heard over the raucous cheering. Long live the Sultan, long live the Sultan. Ja, ja, klar. Fine event indeed. diverse Meinungen verbessern sich. Und damit verabschiede ich mich. Wovon? Und deinen Zuhörern auf YouTube. Ah, genau. Du hast es verstanden. Tschüss euch, Freunde. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder, weil ich fange jetzt gleich die nächste Aufnahme an. Bis gleich.